Guten Morgen. Ich starte diesen Vlog an einem Donnerstag. Und zwar an dem Donnerstag, bevor ich nach Deutschland ziehe. Und ich bin gerade aufgewacht. Warum ich nach Deutschland ziehe, verrate ich euch, wenn ihr es noch nicht wisst, gleich, wenn ich Kaffee gemacht habe. Aber das müssen wir erst mal machen. Ich habe mich also gerade fertig gemacht und mache mir jetzt schnell Kaffee, weil ich muss jetzt auch gleich auf die Arbeit. Wir haben außerdem endlich einen neuen Tisch. Ich freue mich so. Ihr habt den alten nicht gesehen, aber das ist nicht schlimm. Ihr habt nichts verpasst. Die Küche sieht aus wie irgendwas ist hier drin explodiert. Naja, auf jeden Fall ist es halt so, dass ich jetzt am Samstag kann mein Papa mich abholen und am Sonntag nach Hause fahre. Das heißt, ich bin 3 Monate wieder in Deutschland, wieder in der Nähe von zu Hause, wieder in Wiesbaden, wieder an der Uni. Ich freue mich fucking hart und ich habe gleichzeitig riesen fucking Schiss und gleichzeitig würde ich gerne einfach nur das nicht machen. Und einfach hier bleiben und arbeiten. Aber ich habe mich dafür entschieden, ich wollte es unbedingt haben, ich wollte es so. Und ich ziehe es durch. Und ja, darauf bereite ich mich jetzt vor. Heute Abend muss gepackt werden. Und morgen muss der PC abgebaut werden, spätestens. Wenn ich das nicht auch noch heute Abend mache. Ich habe aber auch nachher, wir gehen auch mit meinen Kollegen was trinken nach der Arbeit. Und so, schauen wir mal. Ich würde euch auf jeden Fall gerne mitnehmen und dieses Mal richtig. Im Erasmus habe ich immer mal wieder nur so, gerade am Anfang habe ich viele Videos gemacht und dann halt nur noch so peu à peu. Und dann kam ich gar nicht mit dem Bearbeiten hinterher und dann habe ich gar nicht gevloggt. Das wird dieses Mal nicht passieren und ich würde es gerne richtig machen dieses Mal. Ich möchte es euch nicht versprechen, aber ich verspreche es mir, mir selbst verspreche ich es, dass ich dieses Mal richtig vlogge, weil ich da Bock drauf habe und weil ich es gerne festhalten würde. Denn ich habe gerade letztens wieder gesehen, dass ich mir selbst meine Videos anschaue, weil ich diese Erinnerungen mag. Zum Beispiel habe ich mir den Blakeney-Vlog von vor einem Jahr gestern auf der Couch angeguckt. Und jetzt muss ich zur Arbeit. Das heißt, wir sehen uns heute Abend wieder hier. Das ist, glaube ich, ein eher ungewohnter Anblick. ich trage seit, ich glaube, Anfang Januar jetzt regelmäßig eine Brille. Ich hatte vorher schon eine. Heute packe ich den Rest. Ich bin viel zu spät dran, wie immer. Kennt man ja nicht anders. Es ist Samstag. Mein Papa kommt heute an, denn der holt mich sozusagen ab und wir fahren mit dem Auto wieder zurück. Das ist vielleicht nicht die ökologischste Variante, also nicht die nachhaltigste Variante, aber die praktischste, weil ich meinen Computer mitnehme. Das hier, ich mache gerade noch Überweisungen, weil ich meine Miete noch bezahlen muss und noch ein paar Daten sichern muss. Und dann packe ich erstmal meinen Koffer fertig. Und dann habe ich da drüben irgendwie schon alles an Büchern, Notiz, bla, Gedöns, Elektronik zusammengetragen. Donnerstag habe ich leider nichts mehr geschafft, weil ich noch mit meinen Kollegen was trinken war. Und gestern war Valentinstag. Oder halt auch nur Freitag. Nee, aber auf jeden Fall, Tom war auf einem Konzert und ist gestern Abend nach Hause gekommen. Und dann haben wir den Abend zusammen verbracht, haben Essen bestellt und auf dem Sofa The Crown geguckt. Und mehr haben wir eigentlich nicht gemacht. Aber es war auch mal schön. Also in einer Dreiviertelstunde muss ich dann auch fast schon wieder los. Denn ich habe um 11 noch einen Friseurtermin. Wird nicht hektisch. Wird super. Es ist sehr viel später. Wir waren mittlerweile einkaufen und wir haben ganz viel Kram gemacht, okay? Wir haben einfach viel Kram gemacht. Der PC steht noch, aber
nicht mehr lange. Das ist jetzt das allerletzte, was zu tun ist. Dann bin ich fertig, Koffer ist zu. Badezimmersachen sind gepackt. Ich habe so Sachen wie Shampoo und Conditioner und so nicht gepackt, denn ich habe noch Shampoo und Conditioner bei meinen Eltern. Und ansonsten werde ich mir einfach da festes Shampoo kaufen. Ich bin gespannt. Morgen früh packen wir das Auto. Und dann geht's los. 7 geht's für mich aus den Federn. Ich glaube, der einzige kleine Rest, der irgendwie noch irgendwo reingepackt werden muss, ist so, ich weiß noch nicht irgendwie, wo ich Kabel und so unterbringe vom PC, weil, ja, ich habe hier noch Kabellage. Das weiß ich noch nicht genau, wo das hinkommt, denn ich glaube, der hier, ja, ich hätte gehofft, dass mir noch mehr Sachen unten in den Koffer packen, aber ich glaube, der ist gleich voll. Der letzte Koffer, ja. Ja, ich mache mich jetzt im PC und ich glaube, wir sehen uns morgen früh. Was auch immer dann passiert. Guten Morgen. Selbe Stelle, selbe Welle. Wir packen jetzt, was wahrscheinlich auch nicht so spannend wird. Das Tolle daran ist, man sieht es, das Wetter ist grau. Man hört, es regnet. Wir fahren natürlich, während dieser Sturm hier sein soll. Wir sind mal gespannt, wie es wird. Vorhin war es sehr stürmisch und sehr regnerisch, aber gerade ist es okay. Deshalb packen wir jetzt schnell das Auto, damit wir los können. Bruno, hilfst du mir beim Umziehen? Dann geh wieder weg. Hilfst du mir beim Umziehen? Ich befürchte, das ist ein Nein. Ich habe meine Kamera in allem meinem Packkram vergessen. Eigentlich habe ich nicht gefilmt, deswegen. Endgegner. Matratze und Lattenrost sind geschafft. Das hier ist mein neues Zimmer für... ist geschafft. Ich kann es kaum glauben. Also es ist noch nicht geschafft, denn... da soll dann mein Bett stehen und da der Schreibtisch kommt noch raus und der scheiß Stuhl kommt noch raus. Da soll dann mein Schreibtisch hin. Ja, ihr seht's dann. Aber holy crap. Offene Matratze und fetter Lattenrost in den vierten Stock in einem Altbau. Ich glaube, wir haben hier irgendwie eine Situation. Er hat die ganze Zeit seinen Kopf auf meinem Bein gehabt, aber jetzt hat er gerade entschieden, dass das Draufliegen irgendwie ganz gut wäre. Und jetzt haben wir, naja, also Problem ist es nicht, aber ich glaube, mein Bein schläft langsam ein. Und ernsthaft. Und ich müsste eigentlich mein Handy unbedingt laden, aber ich kann nicht aufstehen. Zum Glück bist du so unglaublich niedlich, Bruno. Guten Morgen. Heute geht es ins Eingemachte. Heute bauen wir mein Bett und meinen Schreibtisch auf. Und dann bleibe ich in Wiesbaden. Ich freue mich schon. Ich bin gerade aufgewacht. Ich bin sehr müde. Ich habe den Schlaf noch nicht aufgeholt, den ich nicht hatte über die letzten Wochen oder so. Und vor allem halt so über die letzte Zeit. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Ich habe es geschafft. Das ist mein Zimmer in seiner vollen Pracht, sozusagen, inklusive Chaos. Da ist noch so ein Sitzsack in meinem Zimmer irgendwie. Man hört auch den Hall. Ich glaube, der rutscht gerade einfach von dieser fucking Kiste. Naja, das hier wird mein Arbeitsplatz. Das findest du genau hinter euch. Das ist mein Bett. Das muss ich gleich noch beziehen. Und ich glaube, wir werden jetzt zusammen einräumen. Also ich habe jetzt gerade das Fenster geputzt und ich habe Wäsche angemacht und ich bin mal gespannt, ob meine Wäsche was wird. Das sind so Münzautomaten. 44 Minuten habe ich noch für meine Wäsche. Das ist nämlich meine Bettwäsche. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das wird. Die Maschine geht auch erst ab 1,50 Euro an und das auch nur in 50 Cent Beträgen. Ich würde sagen, wir gehen mal schauen, was meine Wäsche so macht. Die braucht noch 19 Minuten, also gehe ich wieder hoch. Oh, es ist einige Zeit später. Ich habe mein Bett noch nicht bezogen, weil mein Kram noch nass ist. Ich werde mir noch was überlegen. Ich weiß es nicht. Es ist jetzt 20.05 Uhr. Ne, es muss schon 9 sein. Ja, nach deutscher Zeit ist es 21.05 Uhr, weil mein Computer hat sich noch nicht umgestellt. Ich habe mir eine Pizza gemacht. Darauf habe ich Nando's Perinase gemacht. Die
Ja, ich wollte mich nur kurz melden, der PC ist an, er funktioniert, ihr seht, ich nehme die Kopfhörer auf. Ich bin total im Arsch, nachdem ich den Boden gewischt habe und alles. Ich habe im Prinzip 2 Ladungen Wäsche gewaschen. Ich warte jetzt nur drauf, dass die trocknet, beziehungsweise ich den Trockner benutzen kann. So würde ich sagen, wir sehen uns für den nächsten Vlog, weil ich werde jetzt, ich weiß nicht, der Plan ist, ihr werdet sehen. Ich werde nicht zu viel sagen. Aber für heute mache ich Schluss und wir sehen uns die Tage.